finde natürlich die Let's Play-Videos wahnsinnig spannend, weil es einfach so eine Entwicklung ist, wie sich die Spieleberichterstattung in den letzten 10, 15 Jahren entmonopolisiert hat. Es ist nicht mehr die Vormachtstellung der wenigen großen Spielehersteller oder der wenigen großen Berichterstatter, sondern es ist tatsächlich jeder fühlt sich jetzt so ein bisschen berufen, auch wenn man das natürlich mit Vorsicht genießen muss. Aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich gerade mit sehr großer Aufmerksamkeit und Spannung verfolge. Das Problem ist natürlich, dass man natürlich seinem Publikum klar machen muss, wo hat man die Spiele her, wer steht dahinter, ist man vielleicht gesponsert worden, dass man offen und transparent mit solchen Sachen umgeht, was man als Journalist eigentlich selbstverständlich nimmt, ist vielleicht für den kleineren Let's Player noch unverständlich und da wird auch vielleicht manchmal in Verlockung geführt und Versuchung, so bespricht auch unser Spiel, mach es ein bisschen besser und dafür schicken wir dir auch die Promomaterialien zu. Und ich glaube, da offen mit dem Publikum umzugehen und klar zu kommunizieren, ich habe das Spiel vom Publisher, so praktisch journalistische Richtlinien auch für den kleinen Videoblogger, für den Let's Player, ich glaube, da müssen wir uns irgendwo hin entwickeln. Man muss natürlich so reflexiv wie möglich damit umgehen. Also dem Leser oder dem Gucker oder dem Hörer, je nachdem, welchem Medium man das verfolgt, muss natürlich ganz klar sein, okay, was gucke ich hier tatsächlich? Ist das jetzt Werbung? Ist das Journalismus? Ist das kritische Berichterstattung? Oder ist das gekaufte Berichterstattung? Und da muss sich jeder natürlich auch so eine gewisse Medienkompetenz erarbeiten und sich selbst immer hinterfragen. Was gucke ich da gerade und mit wie viel Grain of Salt, wie es im Englischen so schön heißt, muss ich das genießen, was ich da gerade sehe?